Kinder erfahren alles, was in der Milch drin ist, was aus Milch gemacht wird und wie Milch verarbeitet wird. Das heißt also, wir gehen auch zu den Milchwerken und werden da einmal rumgeführt, um erklärt zu kriegen, wie das Ganze in die Tüte kommt. Also 10 Liter Milch für 4 Kilo Quark. Da muss man dann einen Becher Buttermilch einrühren und so viel Lab, das ist ein Enzym aus dem Magen des Kalbes. Das rührt man ein und innerhalb von 20 Stunden entsteht eine feste Masse. Und die habe ich jetzt zerschnitten, so in solche Segmente zerschnitten. Und Sie sehen jetzt, dass hier ganz langsam jetzt hier eine Flüssigkeit kommt und das ist die Molke. Ja, die geht jetzt langsam nach oben und morgen früh schütte ich das Ganze durch ein Sieb durch, das ich mit Gaze ausgelegt habe. Und dann fließt die Molke komplett nach unten ab und oben bleibt kein Quark, sondern Schichtkäse. Und Schichtkäse ist das, was ich als Kind noch immer gegessen habe. Da gab es nämlich diesen industriell hergestellten Quark, gab es noch gar nicht, sondern da gab es nur Schichtkäse. Also man sieht das jetzt schon sehr schön, ne, was sich da oben so absetzt, dass diese Molke jetzt hier oben rauskommt. Und die kann man trinken. Die Molke ist also sehr gesund zu trinken, entschlackt den Körper. Und am Mittwoch backen wir mit Milch und Käse. Verrate ich jetzt noch, wir machen also so kleine Pizzateile, unterschiedliche Pizzateile mit einem Quarkölteig und werden dann noch eine Milchpackung beschriften, sodass man also weiß, was muss alles auf der Milchpackung draufstehen und die Ganze dann auch ein bisschen künstlerisch darstellen. Was findet ihr an dem Projekt toll? Erzählt mir. Dass man selber probieren kann und ja, essen. Weil mich Milch sehr interessiert. Wir finden gut an dem Projekt, dass wir selber die Sachen zubereiten können. Und dann auch selbst die zubereiteten Sachen probieren dürfen und essen dürfen. Ja.